Das hat ja schon mal gut funktioniert. Ja, sehr gut. Und damit herzlich willkommen zu irgendwas, was mal als für Nüsse geplant war. Gucken wir mal, was dabei rauskommt am Ende. Ja, ich denke, das wird eine unheimlich super Sache, da wir jetzt, glaube ich, eine halbe Stunde dann rumgepopelt haben, irgendwie eine Verbindung herzustellen. Ich höre dich auch rauschen sondergleichen. Ja, ich höre dich auch ganz bisschen zitterig. Ja, es ist alles extrem unangenehm. Also eigentlich haben wir es über Google Hangouts probiert. Das Gute an Google Hangouts ist, zumindest wäre das für Dirk gut gewesen, dass ich das Mikrofon benutzen kann, mit dem wir aufzeichnen. Und das scheint hier bei FaceTime nicht zu gehen. Irgendwie. Ich gucke nochmal in die Einstellungen, aber... Ja, naja, was halt auch gerade total gehypt ist, ist Zoom. Weil da kannst du halt irgendwie bis zu 99 Leute in so eine Konferenz, Gesprächskonferenz oder Videotelefonie mit, ne, wo die ganze Scheiße einblendest und irgendwie deine Videopräsentation von Übersee machst, zeigen. Und wo jetzt auch aufgezeichnet wird. Da frage ich mich, wie aufgezeichnet wird. Weil letztens zum Beispiel die letzte Folge von Fest und Flauschig, die wurde halt auch über Zoom aufgezeichnet, wo halt eine Videokonferenz zwischen vier Leuten, das war der Redakteur, nee, die Redakteurin und irgendwie so ein Typ von, wie heißt es, von, na, auf was laden die immer? Auf Spotify und dann die beiden. Mhm. Und ja, und das war halt super. So, also ich weiß halt nicht, ich schätze mal, da, ob dann einer sagt von wegen, ich bin Teil der Videokonferenz und zeichne die bei mir auf, also... Das ist die Qualität und jeder ist zu Hause halt und hat halt ein schönes Mikro am Rechner dran. Ich weiß nicht. Ja, das ist wahrscheinlich eher die Sache. Ich suche mal ganz kurz im Hintergrund ein bisschen, ob man mit Zoom auch ein Mikrofon anschließen kann. Ja. Können wir es ja fürs nächste Mal machen. Auf jeden Fall, hier hört ihr uns in mit Kopfschmerzen, die... glaube ich, im Laufe der Show exponentiell ansteigen. Bist du auch bei 2 Minuten 10? 11? 12? Nee, ich habe ein bisschen früher mit der Aufnahme angefangen. Ach so. Ja, ich meine, also eigentlich ist es doch so, dass wir uns gegenseitig unsere Audio-File zuschicken und versuchen, die dann zu Hause übereinander zu legen. Ist das richtig? Ja, also du schickst mir deine und ich schicke dir dann die gesammelte. Ach so, ich dachte, jeder bastelt und man hat so eine eigene Version von was. Ja, aber stimmt. So machen wir das. Ich schicke dir meine und dann wahrscheinlich noch ein schönes Dickpick, dass du das halt irgendwie einbauen kannst. Nee, ich habe schon einen Screenshot gemacht von eben, wie wir hier. Ah, du hast jetzt aber von jetzt. Siehst du, dass ich leicht hier so abstehendes Haar habe? Ja, das retuschiere ich natürlich auch. Das liegt wohl ein bisschen daran, dass ich gerade auf der linken Seite penne und morgens immer aufwache und habe dann halt so ein komplett sowas, genau sowas, kann ich hier so ein bisschen andeuten. Kann man jetzt nicht sehen, ich habe so eine leichte Schanze auf der linken Seite. Ja, es ist auch zum ersten Mal, dass Dirk und ich uns richtig angucken beim Podcast. Normalerweise guckt jeder so ein bisschen in seine Richtung, leer in den Raum. Stimmt, wir drehen es immer leicht so verschämt weg, als ob man so im Wartezimmer vom Hartz-IV-Center sitzt oder sowas, wo man denkt, eigentlich will ich das nicht, niemand erkennt und man will hier nur weg. Es hilft aber auch ein bisschen dabei, sich auf das zu konzentrieren, was der andere sagt, wenn du nicht genau siehst, was er darum haben will. Ja, zumal du auch sehr, sehr dunkel bist. Also ich sehe immer mehr Schulter als alles andere bei dir. Ja, ich bin hier gegen das Licht gedreht. Du hast was gemacht? Ich bin gegen das Licht gedreht. Ich muss ja noch ein bisschen mich nach vorne lehnen, um ins Mikrofon zu sprechen. Okay, krass. Bin ich auch so gestückelt? Ich habe ein bisschen das Gefühl, ich spreche gerade mit so einem Korrespondenten, der halt irgendwie in einer Bombardierung... Ja, schon. Also ich kann mal meine Kamera ausmachen, dann sollte vielleicht der... Oh, jetzt hast du recht. Oh, jetzt hör aus. So, jetzt ist meine Kamera aus. Ist der Ton sollte jetzt eventuell ein bisschen zumindest flüssiger sein, wenn auch nicht besser. Ja, stimmt, ein bisschen, ja. Das heißt, du siehst mich, aber ich sehe nur einen Schatten. Ich kann die Kamera auch wieder anmachen, aber du kannst die Kamera auch ausmachen. Es ist eigentlich... jetzt ist der Ton auch wieder doof. Das ist, glaube ich, egal. Fantastisch. Ja, dann mache ich die Kamera auch wieder an. Ja, wenn kacke, dann noch richtig kacke. Ja, ja, sehr schön. Ja, herzlich willkommen zum ersten Tag. Der ist es ja keine Ausgangssperre, auch keine Ausgangssperre. Kontaktverbot. Ja, genau. Ich glaube, es ging auch ihr ganz stark um diesen Begriff, ne? Das halt Ausgangssperre, ja, nicht. Aber zu Recht. Also Ausgangssperre impliziert den Leuten ja, dass sie alles richtig gemacht haben in den letzten Wochen, wenn sie das Klopapier leer gekauft haben. Weil keiner mehr raus kann.
Wieso impliziert? Ach so, du meinst, die haben sich auf den Ernstfall vorbereitet, den sie selber kreiert haben. Ja, naja, und dann, wenn du Ausgangssperre sagst, dann denkt natürlich jeder sofort, oh Gott, jetzt stehen wir alle unter Hausarrest. Ja, habe ich es euch gesagt, deswegen habe ich eingekauft. Ja. Finde ich jetzt sehr gut, diese Maßnahme, das erste Mal habe ich das gesehen in einem dänischen oder niederländischen Supermarkt und jetzt halt auch vermehrt in deutschen Supermärkten, dass sie gesagt haben, wir haben immer gesagt, in haushaltsüblichen Mengen, kauft ihr darüber hinein, da ihr nicht darauf reagiert, ist jetzt so, eine Rolle Klopapier normaler Preis, zwei Rollen Klopapier oder zwei Pakete Klopapier kosten dann einfach 10 Euro und darüber potenziert sich das dann halt und das wird dann gespendet für Corona-Hilfen e.V., bla bla. Und in Dänemark hat er das, glaube ich, rigoros gemacht. Und da, wo ich es halt gelesen habe, da war das halt zwei Pakete 150 Euro. So. Du hattest mir, hast du mir das zugeschickt oder ich habe es auf Twitter gesehen? Also wahrscheinlich auf Twitter. Nee, ich habe das halt auf Instagram gesehen. Deswegen fand ich aber als Maßnahme total verständlich. Und wie halt auch Ausgangssperre, Leid, Kontaktverbot etc. geht halt das gerade echt nur mit Zwang und mit Gesetzen. Also appellieren, also obwohl so hart vielleicht nicht, also heute hieß es ja auch vom Präsidenten vom Robert-Koch-Institut heute Morgen um 10 Uhr, dass er meinte, er muss halt auch mal so eine kleinen Lob aussprechen, dass die Menschen tendenziell irgendwie mehr verstehen als vor ein paar Wochen und halt auch die Maßnahmen stärker ergreifen, weil sie ja die auswärtigen Telefondaten von Telekom bekommen haben und gesagt, dass wirklich, als es schon hieß, Distanz und wenig raus und gucken sie wirklich nur, ob sie es brauchen oder nicht, dass das schon was gebracht hat, aber halt die Ausbreitung immer noch so stark ist, dass es nicht vollkommen ausreicht und leider halt immer noch diese, weiß nicht, 10-20%, die meinen Corona-Partys zu machen, beziehungsweise letztens waren ja auch die Eisdielen in Berlin, Schlange ohne Ende, die Spielplätze voll wie noch nie. Und klar, dann kannst du nicht sagen, ey, bitte, bitte, sondern, jo, das ist jetzt ein bisschen strafbar. Bei Lidl ist auch Band geklebt, um die Leute auf Abstand zu halten. Ja, das ist, glaube ich, bei allen großen Läden. Also die Sache ist, ich habe gedacht, ich war noch nicht da, also heute, ich werde gleich mal gehen. Aber bei Netto sind die Gänge ja so klein und eng. Mhm. Und wie ich ja, glaube ich, in der vorletzten Folge erzählt habe, haben die ja diese riesigen Panzerwagen, wo du meintest, diese riesigen Einkaufswägen, die kennst du auch noch von früher. Und da gibt es halt nicht diese Single-Mobile. Und da gibt es halt Gänge, wo halt maximal zwei Wägen nebeneinander passen und das war's. Also die sind wirklich formschlüssig. Und du schaffst es halt einfach nicht, durch die Gänge zu gehen mit den 1,50 beziehungsweise empfohlenen 2 Meter Abstand. Das ist totaler Käse. Das geht also selbst an der Kasse, da ist die Verkäuferin, wenn du dich halt echt auf Distanz stellst, ist die dann vielleicht 1,30 Meter, vielleicht 50 schaffst es. So, aber also im Supermarkt, ich bin letztes Mal richtig so ein bisschen Pac-Man-mäßig gelaufen, wo die Geister dann immer kommen. Das waren dann entweder junge Kinder, die halt zu schnell gehen, oder Senioren, die halt einfach total unplanbare Wege gehen, wo du das Gefühl hast, nicht der geht jetzt zur Wurst oder zum Käse, sondern der geht, hält an, geht zurück, stellt sich quer, bleibt stehen, wo du denkst, oh Gott, was machst du da? Und dann suchst du halt immer in diesem Labyrinth andere Wege, diese, zu deinem Ziel zu kommen. Ja, ist es bei Lidl heute auch so gewesen, weil ich musste halt auch einkaufen gehen und war dann mit Dortmund da und dann denkst du jedes Mal so, ja okay, wir zwei gehen jetzt und dann kommt jemand einem Gang entgegen und da ist man so, versucht sich so auf Abstand aneinander vorbeizumogeln. Ja. Natürlich ist es trotzdem so, du musst ja alles anfassen, irgendwie die Kühlschranktüren und ja, es ist auch total komisch, wenn einer auf dich zukommt, der halt das noch nicht so verinnerlicht, diese Distanz. So. Und man dann halt irgendwie natürlich sein ganzes Leben lang im besten Fall so eine gewisse Erziehung genossen hat und das fortgeführt hat, dass man halt so ein Miteinander propagiert und dann halt auch freundlich jemand entgegentritt und plötzlich dieses Freundliche von jemandem wegtreten, ist halt total, das ist komisch. Also das kriege ich noch nicht so auf Anhieb hin, dass ich immer denke, wenn jemand auf mich zukommt, zurück. Aber denk mal, wie es Daniel Bitsch jetzt gehen muss. Ja, aber nur, wenn er seinen Obstgarten getrunken hat. Oder, Freunde, machst du mal mit dem Sekt ein bisschen, das ist voll lecker. Unser alter Chef aus der Glühlampe, der eine soziale Distanz von ungefähr 5 Zentimetern zu seinen Gesprächspartnern gewahrt hat. Hast du Geschäftspartner oder Geschlechtspartner gesagt? Gesprächspartner. Also Gesprächspartner. Aber ich musste überlegen. Was ist in deinem Hintergrund?
Wo? Zum Fenster hin. Ich sehe da nur schemenhafte Umrisse. Ein Perückenkopf. Ach so, weil es sah ein bisschen spooky aus. So als ob Dortmund halt einfach nur ganz still dasteht. Wie das klassische... Gleich dreht sie sich so spontan um und kommt schnell auf die Kamera zu. Genau. Wie das klassische Kind im einsamen Haus, was am Fenster steht und denkst, war da was? Und genau so. Ich komme nicht ran. Es ist ein bisschen Found Footage für mich jetzt gerade, was ich da so sehe. Ja. Und du sitzt auf meinem Platz, sehe ich. Ja, ich, das Problem ist, ich wollte das Mikrofon nehmen, weil da muss ich den Tisch nicht verrücken. Das ist das etwas mobilere Setup. Ja. Sag mal, hörst du mich auch so stotternd abgehackt? Nee, ich höre dich relativ flüssig, okay. Aber das Rauschen ist unerträglich. Ja, okay, sehr, sehr, sehr neue Herausforderung. Also beim nächsten Mal sollten wir echt irgendwie, ich fände es jetzt geil, wenn man irgendwie Zoom oder irgend sowas, weil ich mir vorstelle, dass es ja als Basis ist das ja so ein wirtschaftliches Ding und dann könnte ich mir vorstellen, dass man einfach sagt, okay, wir schneiden hier mit, so. Und, ist das für die Sache ist halt eher das Mikrofon anzuschließen und das halt da als Eingangsmikrofon nutzen zu können. Ja. Ja. Das ist halt eher, weil das macht das auf jeden Fall schon mal deutlich besser. Ja, ja, okay. Ja, wie hältst du dich denn gerade so geistig und körperlich gesund? Geistig, ja, wie immer, gar nicht, klar. Lass ich einfach so mürbe erweichen, den alten Keks. Es ist halt wirklich, dass hier ja noch ein paar Baustellen sind in der Wohnung. Und ich sehe auch noch die Lampe, die ich dir gegeben habe, hinter dir. Ja, das ist halt ein Ding, hier wahrscheinlich, was ihr jetzt gerade nicht sehen könnt. Ja. Es liegt halt daran, dass der Kronleuchter, den Jan ja mutwillig zerstört hat beim Umzug. Und ich erinnere mich noch genau, was er sagte. Boah, als erstes mache ich den Kronleuchter kaputt, wenn wir unten im Auto sind. Könnt ihr mal gucken. Mich nichts aus dem Fenster werfen lassen und dann erwarten, dass ich ja nichts kaputt mache. Er hat dreimal gesagt, ey, wollen wir nicht irgendwas aus dem Fenster werfen? Naja, aus dem vierten Stock Obergeschoss, Altbau. Das Ding hat halt einfach eine zu lange Kette. Also wenn ich den hinhänge, dann habe ich dieses, dass ich auf... Ich glaube, auf Kinnspitze oder sowas treffe ich halt voll auf den Leuchter. Das ist ein bisschen assi, deswegen habe ich halt gedacht, ich habe ja halt, falls du dich erinnerst, in meinem Flur und in meinem Badezimmer halt einfach so eine alten... So Holzbretter, genau, und LEDs. Genau, ja. Und die habe ich halt Forstamora Löcher rein, abgeflext, Löcher rein für Kordeln reinknoten, geölt und das Ganze ist ja halt ziemlich einfach gemacht und da habe ich halt gedacht, weil die sehr, sehr dicht unter der Decke hängen, also da hast du ja einen Abstand von der Decke vielleicht von, wenn es hochkommt, 20 Zentimeter und ungefähr sowas wollte ich mir hier halt auch schrauben, wenn ich halt irgendwie, also hier stöber ich glaube ich einfach mal durch einen alten Keller durch, weil in meinem Keller oder in unserem Keller ist halt ein riesige Regal-Holzwand und davor halt irgendwie so ein Regal-Abstellding und alles aus Europaletten gesägt. Und ich dachte, ob ich dann halt einfach ein Regalelement einfach sage, drauf geschissen, genauso wie es ist, stemme ich halt raus, wenn ich meinen Kuhfuß finde. Und das wird meine Leuchte. So, also, ja. Aber genau so, solche Baustellen haben wir halt dann noch. Ja. Es war dann halt auch irgendwie so eine komische, es gibt so zwei Nischen, wo halt so Regalbretter reingepackt sind. Ich weiß nicht, ob da halt ungünstig der Kamin hervorkam und dann da doch die Wand im Weg war. Und die hat Simone jetzt gestrichen und ich habe da noch ein paar Balken zugesägt, dass man quasi noch mehr Auflageflächen hat. Denn, geilerweise, wir haben alles verwertet oder versuchen das. Der Herd, als der kam, der war so schön eingepackt in so Styropor-Scheiße, aber dann halt vorne und hinten hatte der so Holzbalken oder, nicht Holzbalken, Holzbretter, feinst gesägte, einfache Kiefer und hatte vorne und hinten immer so ein Branding von der Firma oder was drauf. Mhm. Das sah ganz geil aus und da haben wir halt gedacht, ey, die werden wir auf jeden Fall benutzen und das werden jetzt halt so Art Winkel unter den Brettern beziehungsweise halt auch so Leiste in der Küche, dass man halt einfach ein paar Nägel ran, beziehungsweise ein paar Haken ran und dann halt so Topf und Pfannen und einen Scheiß ranhängt. Mhm. Ja. Also sehr spartanisch noch alles bei uns. Ja. Sag mal, weißt du, ob Baumärkte jetzt noch aufhaben? Weil die hatten ja letzte Woche noch auf. Bau und Gartenbau, also, und so ein Scheiß. Schwer zu sagen. Ich habe bei Obi habe ich noch einen Post gesehen auf Instagram, dass sie noch offen haben. Ja. Mit Abstandsregeln. Ja, gut, das kannst du beim Baumarkt ja ganz gut machen eigentlich.
Ja, also und es gibt wohl keine Beratung mehr in den Fachmärkten, aber ich bin mir nicht sicher, ob das immer noch gilt. Mediamarkt hat, glaube ich, diese keine Beratung seit Anbeginn eingestellt. Da war es ja immer ganz gern, dass Bearbeiter darauf geschult wurden. Kommt jemand in meinem Bereich, versuche ich mich halt irgendwie unsichtbar zu machen oder ich nehme die Farbe des Teppichs an oder so. Die waren ja dann relativ nicht greifbar. Und dann schick sie im Zweifelsfall woanders hin. Ja. Oh, das müssen Sie mal in der EDV-Abteilung oben fragen. Das kann ich Ihnen so nicht beantworten. Instagram hat gesehen, wo ich bin. Und als zweite Werbung habe ich heute gesehen, oder gestern Abend, Expert Wittenberge schließt den Laden, aber sie sind online dabei und du kannst sie liefern bis vor die Haustür, wenn du innerhalb von, keine Ahnung, wenn du heute bestellst, kriegst du innerhalb von 24 Stunden, wenn es im Radius von 20 Kilometer ist, dann schmeißen sie es direkt vor die Tür. Hm. Dachte ich so. Ja, du kannst, also auch viele Restaurants, habe ich gesehen, haben immer noch To-Go-Service. Ja, das hat ja Merkel gesagt, ne? Also wenn du es halt abholen kannst, beziehungsweise wenn es gebracht wird, ist okay. Und jetzt überlegen natürlich wahrscheinlich die ein oder anderen Lokalitäten auch, die sagen, okay. Also in New York haben sie doch gesagt, dass halt irgendwie so diese Edelrestaurants, wo er halt Monate vorher bestellen muss, die halt nie irgendwas mit Lieferservice zu tun haben, die sich jetzt alle an, weiß nicht, gibt es auch Lieferando oder irgend so ein Quatsch, wahrscheinlich so da dranhängen an Deliveroo und Co., weil sie gesagt haben, naja, da ist dann vielleicht doch der eine oder andere Cent da, so, weil sonst ist ja Amok. Ja, ich hatte es halt auch gesehen beim Bürgeramt explizit, dass du da per WhatsApp bestellen kannst und dann... WhatsApp, ey. Das kannst du auch bei Expert Wittenberge bei WhatsApp bestellen. Ja. Was schreibst du denn da? Wer ist da? Hallo, ich will gerne einen Fernseher. Ja, welchen denn? Ja, was weg muss? Ja. Ich weiß ja nicht, wie die WhatsApp-Messenger-Funktion mittlerweile aufgebaut ist, aber du hast doch gar keinen, du kannst doch gar keine Einsicht oder müssen sie dir denn immer Fotos schicken oder was? Also wenn du sagst, ich würde gerne das und das bestellen oder geht es darum, du guckst es auf der Seite an und sagst dann hier Bestellnummer? Wahrscheinlich. Oder sie schicken dir ein Menü als Foto. Ein was? Ein Menü als Foto. Jedes Mal, wenn du das Wort sagst, ist ein was? Ein Menü, eine Karte. Ach, ein als Menü, Foto. Okay. Ich habe immer nur noch das Ü verstanden, dachte so, was will er denn? Sie schicken dir ein Ü als ein Foto. Ein Ü. Ich kaufe ein Ü. Ja, aber wie ist denn bei dir? Die Fotos und die Videos, die ich gesehen habe über Instagram in Berlin, avancierst du ja langsam zu so einem Knacki, der halt irgendwie die ganze Zeit nur noch trainiert und sein komplettes Möbeljahr halt irgendwie als Trainingseinheit. Am besten fand ich jetzt das Holzbrett, was du da unter deine Klimmzugstange, wo du eh schon dranhängen kannst, doch rangehängt hast, damit du halt deine Fingerkraft trainieren kannst. Ja, genau. Ja. Es ist das eine, das Schmale ist ein bisschen sehr schmal geworden. Aber ich habe noch das Breite als Hilfsbrunner. Ich komme mal mit einer Hand am Schmalen, einer Hand am Breiten ganz gut hin. Ja. Selbst mit so Beinhebeübungen. Ja, das habe ich gesehen. Du hast so eine übelste, Hüftwende oder sowas da gemacht. Ja. Das ist ja schon mal echt Kraft. Also warst du denn so drin? Also hat der Finger, der lag nicht auf, der war schon drin. Oder liegt der nur auf? Nein, die liegen auf. Das ist die liegen auf, du hast gar keinen Halt. Du würdest so wegrutschen. Ja, richtig. Oh. Deswegen, das geht auch, also mit beiden am Breiten kann ich es relativ safe machen. Mit beiden am Schmalen geht es gar nicht. Mit einem am Breiten, einem am Schmalen ist so ein bisschen gefährlich, aber das ist ganz geil. Aber ganz geil. Du kannst ja mit Sekundenkleber oben auf die Fläche noch 80er-Körnung draufkleben. Das ist halt einfach nur... Das sollst du ja gerade nicht haben, damit du nicht die Haut kaputt machst, sondern nur auf dem glatten Holz trainierst. Das ist bei den Hangboards mal ein bisschen praktischer. Es gibt ansonsten, hätte ich tatsächlich vielleicht die Tage auch bei Decathlon, haben die halt auch eins einfach mitgenommen. Ja. Das ist halt relativ günstig, aber das ist halt auch texturiert. Texturiert sind die Löcher... Halt 80er-Körnung, okay. Mehr oder weniger. Und das ist halt, wenn du an dem Tag schon klettern warst, was ich dann in 5 Monaten wieder mal machen kann, dann ist halt die Haut ruiniert. Ja. Und dann willst du halt nicht noch dich an Körnung hängen. Ja, wie ist es denn bei dir? Also wie schlägst du dich denn? Also ich meine, reduzierst du das oder sagst du von wegen, naja, ich fresse ja halt immer noch wie ein Bär, ich gehe jeden zweiten Tag zu Lidl oder sagst du, nee? Nee, Dortmund und ich versuchen halt möglichst nur noch 1 bis 2 Mal die Woche einzukaufen. Ja gut, 2 Mal die Woche war ja fast unser... Ja, also wir hatten normalerweise 3 und 2 Mal... 3 bis 4 schon. Also... Und dann halt, also wir,
wir waren halt heute und davor letzten Mittwoch. Okay. Und das ist halt schon, also ich habe halt, weil wir einfach keinen Bock haben, rauszugehen und einzukaufen und uns den Stress zu geben mit den Leuten. Also. Aber hast du nicht gesagt, das ist eher so wie, ach nee, du hast gesagt, außerhalb ist es wie erster Weihnachtstag und im Laden ist es wie kurz vor Silvester. Ja, wobei es jetzt halt so ist, dass eigentlich ist alles da, bis auf Klopapier tatsächlich bei Lidl. Es gibt ja immer diese, in der App gibt es ja diese Rabattaktion, wo du für alles, was du kaufst, Punkte sammelst und die tauschen kannst. Ja. Und die Punkte gibt es derzeit nur noch auf frische Waren. Für noch für was? Nur noch auf Frischwaren. Frischwaren, okay. Damit die Leute halt nicht auf die Idee kommen, wie bescheuert, Punkte zu sammeln, indem sie Klopapier und Konserven hamstern. Ja. Wenn es hier bei Aufzahme knackt oder so, dann ist es meist mein Stuhl oder der alte Sekretär, auf den ich mich lehne. Nur falls, also du hörst es wahrscheinlich nicht, aber manchmal mache ich sowas und dann knackt das so. Nee, das höre ich tatsächlich nicht. Ja. Okay, und wie ist es denn, also ihr habt doch jetzt bestimmt zwangsweise mehr Kontakt denn je zueinander. Ja. Und ist das ja, ist gut. Also Dortmund ist jetzt ja auch ganz offiziell jetzt bei dir eingezogen, oder du hast ja den Umzug... Nee, noch nicht, aber jetzt ist es natürlich de facto so. Aber ich dachte, du hättest den Umzug letztens irgendwas gesagt. Ja, wir haben schon Zeug geholt, aber sie ist halt noch nicht offiziell im Mietvertrag. Ach so, okay. Und ich meine, davor war sie auch eigentlich fast die ganze Zeit bei mir. Ihr altes Bett steht halt noch bei ihrem Zimmer. Das heißt, bei der Telefonauswertung ist sie einer der Fälle, wo man sagt, oh mein Gott, die ist schon ewig nicht zu Hause gewesen. Ja. Ja, das sind auch so Sachen, ey. Wenn dann alle jetzt sagen, so, nee, wir müssen alle Telefondaten freigeben, um die Leute besser zu überwachen, was sie jetzt machen. Großartige Idee. Aber es geht leichter durch, ne? Also jetzt kriegt man die ganzen Dinge einfach durch. Ja, total. Jetzt wünschen sich alle plötzlich ein autoritäres Regime wie China. Ja. Wo du einfach sagen kannst, ja, bleib zu Hause, sonst Kugel ins Knie. Es ist auch gruselig, wenn man so die Vergleichszahlen sieht, dass bei uns halt echt Klopapier und Nudeln auf so Platz 1 ist, was ausverkauft ist, und die Italiener halt irgendwie Rotwein und Kondome, wo du denkst, oh, Alter, wir stehen echt unangenehm da. Ich hab's aus Frankreich gesehen, ich bin mir auch bin mir nicht sicher, ob das nicht nur so ein Internetgerücht ist. Ja, wahrscheinlich. Ich habe weltweit von allen Leuten gesehen, dass Klopapier irgendwie ständig, also überall ausverkauft ist, auch in Japan, wo die Leute ja eigentlich BDs haben. Ja, krass. Es hat sogar irgendwie, habe ich das letztens gesehen, dass irgendwie so eine Fernsehpsychologin versucht, das zu begründen, woran das denn liegt. Mhm. Und dann kam sie halt darauf von wegen, dass wir auf dem Klo so verletzlich sind und dass das Toilettenpapier uns eine Art Schutz gibt. Und je mehr Klopapier man hat, desto geschützter ist man vor der ganzen Krise. Besser sind wir geschützt, ja. Also, Seufzt, ja. Ja, was hast du denn für eine Frage mitgebracht? Ich dachte, passend zu Corona besprechen wir, was sind die besten und schlechtesten Biere? Biere? Ja. Ich dachte schon, du sagst jetzt sowas wie, was kann man zu Hause machen? Nee, anstatt die Schnauze voll von... Das sind ja so die zweiten Themen, die man jetzt überall hört. Aber Biere, die besten und schlechtesten. Ich habe jetzt zum Beispiel, weil ich jetzt ja schon länger nicht mehr so saufe, aber dennoch Bier ganz gern mag, stehe ich gerade voll drauf, und bei Netto gibt's das Krombacher alkoholfrei. Das ist ein... Krombacher alkoholfrei hatte ich, glaube ich, noch nie. Also das ist ein süffiger Scheiß. Ey, du kriegst richtig... Das ist richtig blöd, so, weil du richtig geil drauf bist. Und Simone und ich denken halt auch so, oh, ey, das ist voll schlimm, weil wir können jeden Tag so einen halben, jeder so eine Kanne, so einen halben Liter jeden Tag locker abends dann wegtrinken, weil es halt irgendwie so lecker ist. Und das ist halt immer noch ein Bier, ne? Also immer noch die Basis von dem, du trinkst ordentlich so, ich mach so. Ich wollte gerade sagen, ne? Du trinkst so ein schönes Brot in dich rein jeden Abend. Genau, ich mach so eine Geste, dass ich meinen wohlgeformten Bauch gerade anfasse. Und das ist halt zum Beispiel ein Bier, wo ich gerade sage, geiler Scheiß. Und geschmacklich halt jetzt auch gar nicht so, weil manchmal hat man ja immer so ein Gefühl, dass die dann trotzdem in eine Richtung gehen, okay, wir müssen irgendwie geschmacklich, aber können wir nicht machen, wir gehen so ein bisschen in eine andere Richtung, weil es ja alkoholfrei ist oder keine Ahnung. Ja. Aber das ist halt echt, ja, so, das ist wie so ein Hake. Jever Fun oder... Oh, das ist ja Spülmittel. Das wäre genau mein Antichrist dazu irgendwie.
Das Gier von Fun. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich häufiger getrunken habe an Alkoholfreien, war das Erdinger Alkoholfrei, weil das immer bei den Läufen, also die sponsern halt ganz viele von diesen City Runs. Ja, was haben wir beim Xletics getrunken? War das auch Erdinger? Ich glaube, oder? Kann sein. Das auf jeden Fall, also, würde mich nicht überraschen. Die sind halt einfach, die haben halt einfach so ein Sports-Branding. Ja. Finde ich auch eher so, ja, kann man schon mal trinken, aber. Also, was ich ganz geil finde, was ich ja letztes Mal die ganzen Male jetzt, weil es ja dann plötzlich öfter war, dass ich kurz vor dem, also naja, in Deutschland war es glaube ich schon ein paar Fälle, aber wir waren ja echt, also wenn ich dran denke, dass wir halt irgendwie eine der vorletzten Aufzeichnungen noch im vollen Royal saßen, ja, sehr klug, da habe ich dann öfter das Meißels Weiße alkoholfrei getrunken. Und das ist halt auch geiler Scheiß. Ich habe das Gefühl, dass man die Hefe schneller, besser, leckerer kriegt. Ja, das stimmt. Also das, die Weizen sind alle auch, glaube ich, ein bisschen größer bei alkoholfreiem Bier generell. Ja. Ja. Aber ich meine, jetzt mal auch zum alkoholischen Getränk, also Bier. Wir haben uns... Hakebeck. Geht halt nichts über ein gutes Hakebeck. Wollte ich gerade sagen, wir haben uns jahrelang, also das war unser Sonntagskuchen irgendwie. Da. Ja. Fritz hat das ganz besonders zelebriert. Er hatte immer so eine ganz eigene Art, wo man meinte, da kommt noch so ein feine Nuance mit rein. Ja. Die willst du vielleicht selber formulieren? Naja, Hakebeck ist halt so ein mildes Bier und aus dem Fass hat das so gut wie keine Kohlensäure. Also es war so wie abgestandenes Wasser. So ein schönes kaltes Ale. So prickelnd, ja, ungefähr. Auch die Schaumkrone war sehr überschaubar. Und wenn man sich da direkt davor die Zähne geputzt hatte und noch so einen leichten Minztouch hatte beim ersten Schluck, das hatte schon was für sich. Ja, stimmt. Wie er dann hält, echt immer auf der Modersohnbrücke neben mir. Hast du auch gerade die Zähne geputzt? Nee. Oh, da verpasst du was. Ich glaube, es hatte aber auch ein bisschen was für mich vom einfach das Lebensgefühl. Du putzt dir die Zähne und direkt danach trinkst du ein Bier morgens. Also es war ja 15:30 Uhr, weil wir oft Freitag, Samstagabend in der Lampe gearbeitet. Genau, also man war eventuell sogar noch leicht verkatert und hat dann halt, also als Konterbier, weil ja auch das halt Edelalkohole und die Fuselalkohole drin hat und somit quasi den ganzen Prozess wieder nach hinten schiebt, die Entgiftung, war halt einfach so ein mildes Bier super. Und das konntest du dann echt am Sonntag dann reinstellen, teilweise auch mal am Samstag. Gefährlich war es dann nur, wenn man dann halt irgendwie 2, 3, 8 Hake trinkt und dann halt in die Dachpizza geht und sich dann halt irgendwie ein schönes Flens gönnst. Also hast das Gefühl, du leckst eine Batterie. Also das war richtig so. Ja, aber auf der anderen Seite war das halt das klassische Bier in der Dachpizza. Ja. Was willst du machen? Ja. Ne? Da trinkst du halt einen Flens. Ja, ja. Und dann halt, und die Bügelflasche ist ja auch dann irgendwie noch so ein kleiner, was auf jeden Fall lockt, finde ich, diese, weil du dann halt auch eine Art Ritual wieder hast. Du hast diese, du versuchst es dann auch ganz cool in einer Hand zu halten und nur mit dem Daumen den Bügel von der Flasche zu preschen, dass er dann halt hochfloppt. Unangenehm, wenn du das nicht hinkriegst und dann mit beiden Daumen gegendrücken musst oder das ganze Bier dann über den Tisch läuft, aber dann ploppt's und dann denkst du, cool. Dann trinkst es, dann hast du aber zu viel Hake im Bauch und denkst, oh Gott. Du brauchst erstmal eine Pizza und einen Teller Nudeln, dass du es wieder verträgst. Was Kleines halt für den Tag, ja. Und ich hatte auch mal das Gefühl, wahrscheinlich war es das Hake, aber ich hatte das Gefühl, wenn du so viel Hake trinkst, ging es dir super. Wenn du Pizza isst und ein Flens trinkst, dann kommen die Kopfschmerzen. Dann denkst du, das muss am Flens liegen. Das ist immer das letzte Bier. Ja, es war auch nicht irgendwie der Stiefelhake, der noch im Sieg rumging. So ein großes 1-Liter-Glas, was einmal mit Bier und Herpes durch die Bar ging. Das, Alter, da habe ich halt auch letztens gedacht, ey. Das wäre perfekt zu Corona. Was wir da alles schon ausgehalten haben, also wie wir uns schon soweit es geht, unsere Abwehrkräfte da halt unwissend, aber okay, das ist ja halt auch, wie Virologe Drosten immer sagt, wenn er halt einfach nur in eine Bar schaut und er meint, er geht gerne mal ein Bier trinken oder ging und was er halt als Virologe halt einfach nicht macht, schon seit dem Studium nicht mehr, ist halt offene Biere trinken, nichts Gezapftes, weil er meint, man weiß halt einfach, wie normale verschiedene Bakterien und Keime halt einfach auf Oberflächen sich verhalten und wenn dann halt jemand das durchs Wasser zieht, ist es lächerlich und wenn jemand einfach mal kurz am Spülball rumrubbert, dann hast du halt immer noch eine Chance von 40%
Prozent oder sowas, die da halt reinzuziehen. Deswegen meinte als Virologe, wenn du ein bisschen was mitgenommen hast, sitzt du da und sagst, coole Idee, gib mir mal die Flasche. Ich finde ja vor allem auch die Seife, wenn ich an die Handseife denke, wie in der Lampe um oder dem Royal oder im Panenka. Mm. Die Handseife, die seit Jahren einfach nur mit Wasser aufgefüllt wird. Aber seit Jahren? Was war denn das für ein Konzentrat im Ursprung? Ja, ganz normale Handseife. Kurz, also es ist kurz vor ausgehärtet. Das hat so diese, das ist kurz vor fest. Es kann es aber noch abgespendet halt werden, aber brauchst ja nicht viel. Meinst du, die haben das also schon, die haben das schon zu Anfang, als es ein Viertel weg war, schon aufgegossen mit Wasser? Oder erst? Nee, erst am Ende, wenn nichts mehr rauskommt, dann gießt du es mit Wasser auf und das machst du ein paar Mal weiter. Sehr geil. Was denn? Ich muss mal kurz eine alte Fritz-Geste machen, die normalerweise. Also, Klausemann. Ich weiß nicht, was jetzt kommt, ja. Ah, er feilt sich die Nägel. Endlich hat er. Hat er die Vorzüge des Nägelfallens erkannt. Ja, ich sitze hier leider so unbequem, dass ich an nichts anderes denken kann, außer mich hier irgendwie zwischen Laptop und Mikrofon einklemmen. Ja, das ist eine Schande, aber ich kann dir sagen, was es für ein Relief ist, wenn man hier so einfach mal so ein bisschen ist schon gut, bisschen, ne? Meter macht. Ja, hast du denn diese ganzen neuen Biere in der Lampe mal probiert? Nee. Also ich, immer wenn ich da war, haben wir, glaube ich, einen Astra getrunken, wie du schon gesagt hast, natürlich aus dem Glas. Ja. Weil es ist leckerer. Ja. Ja gut, Astra, ne? Also ich finde eigentlich, Astra kann man auch gut in Flaschen trinken, aber ja. Es ist halt, aber beim Astra ist halt immer ganz klar, du musst viel Astra trinken, dass Astra schmeckt. Es ist halt jetzt nicht, wo du, oh, jetzt so ein Astra genießen? Nee, ist nicht. Stell die ersten zwei Astra rein und das dritte kannst du mal nippen, so genüsslich. Das Hamburger Schultheiß. So ist es ungefähr für mich. Stimmt, du bist ja so ein Schultheißkind, oder? Bist du mit Schultheiß groß geworden? Ja, genau. Ist ja auch so ein, geht so, Bier ist. Was ist das? Ist das so ein flüssiges oder ist das so ein wässriges, so ein süffiges oder ist das so wässrig? Nee, es ist schon sehr vergleichbar mit Astra. Ja, aber Astra finde ich als Erinnerung jetzt irgendwie schnell bitter. Also so. Ja, genau. Ja. Okay. So ein dünnes, aber bitteres Bier. Genau. Und sagen, ey, wenig Zutaten, aber gib dir nochmal so ein Gefühl von Bier. Ja, was denn? Bitterstoffe. Ja. Na, was halt mit Bitterstoffe müssen da rein? Mehr Hunde. Ja, genau. Was hältst du denn von so, ich war ja früher, da hatten wir uns öfter mit den Jungs vom Bund im Aufsturz getroffen. Da gibt es ja so Biere aus aller Welt. 1001 Bier oder sowas, ne? Ja. Das ist also, dimpelfrisch oder so. Ja, mal ganz leckere, also halt so ein schwedisches, was so ähnlich ist wie ein Tuborg oder sowas. Ja. Und diese ganzen verrückten Sachen, Gläser, die sie auch hatten, ne? Ja. Sachen aus dem Gletscher und dann halt so dänische Starkbiere. Nicht dänisch, belgisch. Ja. Die Belgier sind ja dafür bekannt, die auch Bier mit über 10% bequem wegtrinken. Aber das schmeckt doch nicht, oder? Nee, überhaupt nicht. Also so eine Kastel hatten wir da getrunken. Ah, das habe ich auch mal getrunken, ja. Ja, 075er Flasche, ist extrem malzig und hat 15%, glaube ich. Oh, Zucker geht ja zum Glück nicht in den Kopf, ne? Ja, also und du trinkst es, kannst es trotzdem halt wie ein Bier wegtrinken. Du trinkst dann halt zwei 075er Flaschen, hast zwei Flaschen Rotwein getrunken. Ja. Ja, krass. Das habe ich. Der guckt ab und zu mal auf sein Telefon. Jetzt pustet er über sein Telefon. Ach scheiße, jetzt habe ich genau in die Mikroerschöhung. Habe ich nicht dran gedacht. Ich so könnt ihr euch nachher auf der Tonspur drüber freuen. Ich hatte so viel Horn an den Fingern, dass halt der Fingerkontakt nicht mehr funktionierte. Also mein Finger sieht man gar nicht so gut. Ne? Ich halte so mal ihn. Wie, was ist da? In die Kamera zu halten. Ist das wie so ein Fetzen Fleisch, weil alles abgerieben ist? Ich kann es echt nicht sehen. Nee, es ist der Fingernagel ist vorne normal dick und dann unten ganz dünn. Der hat so eine Stufe. Ach, du hast so einen Winkel da jetzt drin. Ja. Du bist ganz nice, ne? Du bist so jemand, den dann Kinder mit einem Stock aus der Ferne mal anpieksen. Pieks den alten Daumennagel, Willi. Ja, also genau, du kriegen ja alle dann immer so Namen. Wir hatten damals in Letter jemanden, der dann halt sich sehr schwer durch die Straßen zog. Und der alte Pudelski hat den immer Schiefkuck genannt.
weil der halt gerne mal sich umgedreht hat und guckte da halt so schräg, grimmig, schief irgendjemand an. Und das war dann für Kinder, oh, das ist ja schief, guck schnell weg. Warum? Ist ja auch, man rennt ja da auch mal weg, wenn die gucken. Ja, genau. So kreieren böse kleine Viecher irgendwelche armen Menschen. Ja. Ja. Ich hatte, glaube ich, das, die hatten, genau, es gibt die Molle, also angelehnt an Berliner Molle, das bauchige Bierglas, beziehungsweise, glaube ich, gibt es das nicht nur in Berlin, aber ich glaube, ist schon so ein Berliner Begriff. Ja, Astra ist ja auch so. Ja, und da hat sich ja irgendwann dann so eine kleine Brauerei den Namen sichern dürfen. Und das habe ich mal getrunken und dachte so, es bin ich jetzt kein Freund davon irgendwie. Was ich ganz gut fand, also ich sage es auch schon ewig her, dass ich es getrunken habe, war aus dem Rollberg, die haben ja auch eine Brauerei, also Rollberg, dieses Areal in Neukölln. Ja. Wo es auch ein Kino gibt, die haben auch eine Brauerei und die haben halt so eigenes Rollbergpilz. Und das war halt ganz lecker. Das gibt's halt, als es in Berlin noch Bars gab, die offen waren, gab's es halt in ein paar Bars. Ja, ich hätte da, also dann noch das zweite Bier, was mir aus der jetzigen Lampe einfällt, das ist das Bürgerbräu. Das finde ich wiederum ganz geil. Das haben wir das letzte Mal auch getrunken, weil das wirklich so eine Süffigkeit hat. Stimmt, das haben wir letztes Mal auch, ja. Und das hat mir richtig aufgefallen, weil da hat dann der Mac hat dann gesehen, dass mein Glas, das zweite Glas, glaube ich, als dann schon angetütert war, weil mittlerweile reichen dann schon zwei. Und dann hat er mir ein Bier hingestellt, so, ich so, oh, danke, probiert, und gleich gedacht, und das war halt dann Smolle, also Mollenbier. Und das da ich gesagt, ey, tut mir leid, brauche ich nicht. Wie heißt denn das tschechische Bier, das es auch im Royal sonst noch gibt als Alternative? Krusevic. Nicht Krusevic. Vom Fass. Im Royal? Ich dachte... Ist es Carlsberg? Ach so, aber Krusevic ist doch auch das tschechische Bier. Ja, aber ich meine, im Royal gibt es auch noch ein anderes vom Fass. Echt? Ja. Wahrscheinlich Carlsberg, ja. Was halt eigentlich, ich finde ja, aus der Flasche schmeckt das recht gut. Ich finde, aus der Flasche schmeckt total... Light, also kannst du voll wegtrinken, das ist so fast so ein Hake so. Ja, so ein bisschen wie Beck's halt. Ja, aber Beck's hat ja immer diesen zarten Hanfduft, so finde ich. Hm. Das ist ja halt auch echt, also da, das war ja unsere Anfänge, das war eigentlich irgendwie, in der Kneipe hätten wir ja sonst was trinken können und waren so kreativ und haben damals im Studium halt uns, also das Kubikmeterweite. War so mega. Was? Es war so mega in damals. Es war so, ja, aber, okay. Ja. Nee, schon, also Beck's war halt einfach. Überall, wenn du irgendwo gesehen hast, dass jemand ein Bier trinkt im Film und Fernsehen oder Werbung, war es halt Beck's. Ja, und der Klaus kam halt in meiner Schicht erstmal hinter den Tresen, hat gar nicht Hallo gesagt und erstmal einen Griff in den Kühlschrank nach einem Beck's. Das waren auch Zeiten. Und dann haben wir versucht, uns zu salzen. Wenn Simon davor gearbeitet hat und es nichts mehr gab. Ja, also er hat es dann wenigstens so, die erste Reihe war immer schon was da. Aber ja, und das Geile war ja auch, wie er dann immer gesagt hat, oh, ich hasse euch so, wenn ich stärker wäre, würde ich euch alle hauen. Hauen vor allem und schöne Wortwahl. Ja, aber passt so ein bisschen zu Simon, oder? Der auch irgendwie... Der Fahrradkurier, wie ihn seine Wrestler-Kollegen nennen. Was nochmal? Der Fahrradkurier, wie ihn seine Wrestler-Kollegen nennen. Der wollte doch mal wresteln. Ja, er hatte doch dann auf jeden Fall auch diesen Hulk Hogan-Bart und plötzlich hat er so richtige wasserstoffblonde Haare und sah echt aus wie der junge Hulk Hogan so ein bisschen. Also gesichtsmäßig. Ja. Der Körper war halt dann... Simon. Ja. Aber was hältst du? Ja? Nee, bitte. Unser jetziges Bier, was wir halt auch so ganz gerne mal trinken, wenn wir, ist ja auch schon ewig nicht mehr passiert, aber wenn wir jetzt ins Panenka gegangen sind, in die Fußballkneipe, wo wir sonst jetzt mal Bremen geschaut haben. Schöne Kosel. Genau, schöne Kosel, was wir anfangs nicht aussprechen können, weil es ein Z mit einem umgedrehten, wie heißt dieses? Der Haken und dann... Accent aigu? Ja, genau, Accent aigu ist ja glaube ich, einfach nur ein schräger Strich. Warte mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz hier einschreiten. Willst du gerade was hochladen? Okay. Danke. Es gibt Szenen einer Ehe. Ich sehe Gewalt, ich sehe wieder Versöhnung. Ja. Ziemlich schnell. Passt, funktioniert ganz gut. Hallo Dortmund, falls man mich hören kann. Hallo Dortmund, sagt Aaron. Hallo Aaron, sagt Dortmund. Oh mein Gott, er hasst es doch, irgendwelche Informationen weiterzugeben. Hallo Fu, sagt Farah. Fu sucht Ute, hatten wir in der Grundschule. Die beiden. Ja, aber Farah war doch der weibliche Strumpf. Echt? Bei uns war es Uta, deswegen.
War nicht Uta? Uta war doch ein Mensch. Uta war ein Mensch. Welcher Mensch heißt denn Uta? Welcher Mensch heißt denn Fu? Es war eine Socke. Ich habe doch nicht gesagt, dass Fu ein Mensch war. Es waren zwei Socken. Das weiß ich ja nicht. Prüft es mal bitte in euren Unterlagen. Da haben die Menschen auch gar keine Zeit für. Also das Krasse ist, ich habe auch das Gefühl, gerade jetzt sind sie auch alle in so einem Wahn. Man liest immer so Sachen wie, Keller ist aufgeräumt, Küche ist komplett geputzt, morgen kommt das Bad dran und dann, dann endlich mal die großen Schränke. Und du denkst, aber es ist halt der erste Tag gerade. Also ich meine, was, ach, naja. Ja, vor allem normal müssen die Leute ja noch weiterarbeiten. Also Homeoffice heißt ja nicht, dass du 8 Stunden zu Hause rumpimmelst und YouTube-Videos guckst. Genau, ja, ja. Ja, was ich empfehlen kann, ist das Kosel Dark oder das dunkle Kosel. Das ist so lecker. Da trinkst du dann aber auch nicht irgendwie 4, 5 von. Da genießt du dann so 2. Aber das ist halt echt sehr malzig. Das ist ein super leckerer Schlabberhaufen, ey. Das, oh. Ey, jetzt habe ich richtig Bierbock. So richtig Bierhunger nach deinen ganzen Scheiße, ja, ey. Jetzt erstmal auf ein Starkbier-Festival in Bayern. Ey, diese Affen, ich bin ja kein Söder-Fan, ne? Aber ich kann den so verstehen, dass er sagt, ey, wenn ihr nicht hört, dann müsst ihr Pimmel halt drinnen bleiben. So. Aber die Sache ist halt auch, die meisten Corona-Infizierten gibt es in Baden-Württemberg und Bayern in Deutschland. Ja. Oder wenn man jetzt NRW mal ausleistet, aber die haben eine krasse Bevölkerungsdichte und es ist da nur in Süddeutschland, bin ich mir sicher, nur die Sturheit der Leute. Ja, ich meine, geil ist auch, hast du Oliver Welke letzte Heute-Show gesehen? Nee. Da hat er zum Beispiel erzählt, bestätigt, als der Ausbruch in Ischgl, was jetzt ja so ein böser Herd ist, wo halt ganz viel Fälle bekannt geworden sind, dass sie einen Barkeeper positiv auf Corona getestet haben und der hat weitergearbeitet. Und dann war die Pressemitteilung offiziell von wegen, nach medizinischer Sicht war es nahezu ausgeschlossen, dass der irgendwas verbreiten konnte. Und bis jetzt sind 1000 Fälle in Deutschland auf Ischgl zurückzuführen. Und dann denkst du, Alter, so, also die haben dann halt einfach partymäßig rumgesoffen und der Typ hat die dann alle angeschrien, weil die sich in den Clubs natürlich nicht verstehen, hätte ihn auch alle durchs Gesicht lecken können oder irgendwas. Und denkst, Wahnsinn, Wahnsinn. Und das ist bestätigt. Und die haben halt gesagt, nee, also das ist ja nahezu ausgeschlossen. Wie soll ein Barkeeper im heißen, feuchten, zugekloppten Club, wie soll der da was übertragen? Wie denn? Der hat ja nicht gehustet. Der macht mit seiner sauberen Hand die Gläser sauber. Oh, ja, da musste ich an den Desinfektionsdaum von Urs denken. Ja. Der zu später Stunde dann ja irgendwie nur gesagt hat, wenn du das Grobe nicht mehr siehst, dann ist der Rest ja auch nicht da. Sauber genug. Ja. Viren schmieren. Obwohl schmieren auch schon wieder ganz gut dazu passen. Ja. Zurück zum Thema. Hier gibt es noch ein... Da weiß ich aber nicht, was die Firma ist. Das ist irgendwas Lokales, auch ein alkoholfreies Bier, was lustigerweise echt wie so ein stärkeres Bier schmeckt. Also es hat dann richtig so eine, wie so ein, schon Richtung Brot, aber halt auch alkoholfrei. Also echt, denkst, krass, krasser Scheiß. Dirk schaut gerade über den Schreibtisch. Oh nein, er hat wieder einen Marder zu Hause. Nein, jetzt kommt gerade hier, wie heißt das, die Müllmänner. Die Grundfesten unserer Gesellschaft jetzt, die alles zusammenhalten. Müllmänner, Ärzte, Polizistinnen, Polizisten und Krankenpfleger und wie es alle heißt. Wir müssen jetzt applaudieren und für die singen und Flöte spielen um 18 Uhr. Denk auch an die wahren Helden, die jetzt in der Krise ihre Größe zeigen. Die Aktionäre, die Banker, die Leute, die an der Börse spekulieren. Ja, genau. Das war auch so ein Part bei Welke, der hatte dann halt mit diesem alten Glatzkopf von was das ARD oder ZDF Börse, der immer, ja, herzlich willkommen von der Börse. Mit Knauf. Genau. Ja. Und der spricht ja mittlerweile echt wie so ein Partymillionär, der halt echt... Wie eine Karikatur seiner selbst auch. Bitte? Wie eine Karikatur seiner selbst. Ja, total. Und der hat halt gesagt, wenn die Bomben fallen, Aktien kaufen, alter Spruch. Aber man sagt auch, wenn das Messer fällt, nicht nachgreifen. Ja, never catch a falling knife. Ja. Ja, also Wahnsinn. Naja, aber. Ja, also ich. Ja. Ja, man kann auch gar nichts mehr zu sagen. Also es hat.
extrem weird. Ich sehe auch immer auf Instagram, sehe ich halt ganz viele Leute, denen ich folge, die hat dann einfach ihre privaten Trainingsprogramme. Heute mache ich noch eins mit, was einer livestreamt. Was machst du für ein Trainingsprogramm? Was einer livestreamt, Captain Cutloose. Das ist so ein relativ bekannter englischer Klettercoach. Achso, und der gibt Tipps, wie man zu Hause... Der streamt live sein Trainingsprogramm für zu Hause, für alle Leute. Auf YouTube oder wo macht er das? Instagram. Achso, okay. Und ja, aber dann geht er davon aus, dass das... Also er macht es mit wenig Equipment oder sagt er, jetzt müssen wir hier den 12er... Ja, nein, Home Equipment zu Hause. Also, okay. Also das heißt... Ich würde mal vermuten, ohne... Aber wie... Achso, da macht er irgendwie... Jetzt machen wir... Naja, nein, eher so, Liegestütze oder so. Körperspannung oder... Ah, okay. Sowas, Balance. Ja, das fand ich ziemlich cool. Krav Maga, also Björn hat jetzt ein Video rausgehauen, hat halt gesagt, erstmal den April macht er halt kostenlos, da muss man halt nichts machen. Wenn man irgendwann aussteigt, hängt er das an den letzten Monat. Und den letzten Monat wird es halt kostenlos, so kann man sich das leichter merken. Ja. Und die hatten ja irgendwann mal diese Fitnesslinie selbst entwickelt für Selbstzahler, bla bla. Fit Maga, also die Basis halt so ein bisschen wie Taibo damals, wo sie halt dann immer Boxen und Fitness machen. Ganz cooler Trend. Ja, da ist aber ganz cool, weil die, also die das macht, also es ist halt seine Frau, die halt auch unterrichtet hat. Und jeder Schlag und jeder Kick ist ein tatsächlicher Krav Maga-Bewegung und nicht halt so ein wackelndes Angedeute. Ja. Und da haben sie jetzt schon zwei Videos rausgehauen, dass man halt zu Hause trainieren kann. Das ist echt so eine Cardio-Sache, wo da halt echt immer Punch, Kombination, sonst was. Und dann zwischendurch muss dann halt immer Gleichgewichtsübungen und das halt immer nahtlos am Stück. Und ja. Aber ich meine, man kann ja immer noch Individualsport, also das heißt, eigentlich schränkt sich ja da in dem Sinn nichts ein. Du kannst halt laufen, kannst halt einkaufen. Gut. Ja, eben, deswegen ist halt Ausgangssperre so ein schlechtes Wort. Ja, ja, ja. Also auch, wie gesagt, rausgehen. Ich war jetzt auch so zwei, dreimal laufen letzte Woche. Auch wieder eine lange Runde durch den Plänterwald, was ganz schön anstrengend ist. Und letzte Woche war es auch noch richtig warm hier in Berlin. Ja. Das scheint jetzt auch erstmal wieder passé zu sein. Nee, ansonsten, ich habe halt noch ein Kettlebell-Workout gemacht, was ich auch auf Instagram gesehen hatte. Ja, da hast du halt aber irgendwie ein Video gepostet und ich dachte, das ist doch keine neue Übung, weil du gesagt hast, danke an, bla bla bla. Und ich dachte... Achso, nein, sie hat halt nur das als Workout zusammengestellt mit fünf Sätze mit fünf Übungen. Ja. Und jeweils 20 Wiederholungen, was halt in der Summe einfach ein ganz guter Ansporn ist, was zu machen. Ja. Das Krasse ist, dass hier halt auch irgendwie gerade 6 Grad sind, ist aber strahlender Sonnenschein. Und wie man sieht, also jedenfalls der Klaus sieht es, ich sitze im T-Shirt in meinem Zimmer und die Heizung ist runter, weil jetzt die Sonne halt so krass auf die mir ursprünglich bei der Wohnungsbesichtigung Nordseite fällt. Also hier sind auch neue Phänomene, die es halt vorher noch nie gab. Ich hab, die Nordlichter. Ja, genau. Also das ist halt mal ein ordentliches Nordlicht. Ja, aber ich werde nachher, glaube ich, auch nochmal eine Runde laufen. Gestern bin ich am Sonntag spazieren gegangen. Das war halt ein bisschen echt doof, weil du echt, okay, da wussten sie es noch nicht, aber du hast halt echt so Familiengrüppchen gesehen. Ja. Und das fand ich halt auch irgendwie ein bisschen nervig, weil es halt einfach so ein schmaler Weg auf dem Deich ist. Und du musst dann halt echt rechts oder links dann erstmal runterlaufen, wenn dir jemand entgegenkommt. Wenn du es halt nicht sagst, okay... Ja. Dann halte ich mal für eine Sekunde die Luft an, weil ist ja, sonst passiert ja nichts, aber es ist trotzdem, wo du denkst, ah, ist scheiße, aber das ist der Weg. Ja, aber, ja. Wie heißt denn das, es gibt so ein bekanntes Öko-Bier, Limburger, Limburger ist ein Käse. Ja, ich weiß, welches du meinst. Lamsbräu. Lamsbräu, das ist auch eine geile Sache. Also, weiß ich nicht, ob es daran liegt, dass sie halt so eine harten Auflagen, aber es ist halt echt schon sehr leckeres, sehr süffiges Bier, um wieder zurück zum alten Thema Alkohol zu kommen, was jetzt ja sehr gut ist. Die fürchten ja auch hohen Anstieg von Alkohol und häuslicher Gewalt. Da haben wir wenigstens schon mal einen Grundfesten hier gesetzt. Ja. Alkohol, häusliche Gewalt, Selbstmord. Selbstmord, ja, dann. Also für Leute mit depressiven Störungen ist es halt super komplex, wenn die halt nicht, weil die werden halt oft nur von ihren täglichen Routinen zusammengehalten. Ja. Und wenn du das halt nicht mehr machen kannst, dann hängst du wirklich allein zu Hause rum.
Also ich muss mal sagen, dass wir halt als Schauspieler, die immer in unstetigen angestellten Verhältnissen sitzen, du hast ja natürlich mit dem Schreiben von Rezensionen etc. halt eine Regelmäßigkeit geschaffen und man hat ja dann irgendwann sich generell Regelmäßigkeit durch Sport und Einkauf hast nicht gesehen, geschaffen, dass es halt, dass man schon ein bisschen trainierter ist für die jetzt sonst jeden Tag, ich sag mal, im Büro oder halt deren Wege halt vorgegeben waren und die jetzt plötzlich selber kreativ werden müssen. Ja. Ich habe gestern gesehen, Timo hat ein geiles Bild mir geschickt, hat halt irgendwie so ein Flaggenpuzzle gerade im Programm. Und da habe ich gesagt, Puzzle, muss ich auch sagen, irgendwie macht mir es auch gerade ein bisschen an. Ich hatte irgendwann mal so ein Puzzle von einer, von einer Ober-Wiener Poststation, also irgendwie so ein super altes, schönes Gebäude und das halt so komplex gleich aussieht von den Fenstern. Aber irgendwie habe ich den Scheiß auch damals zusammengekriegt und fand das auch irgendwie ganz geil, weil das ist ja wirklich so eine Konzentration, so was Meditatives. Du hast gar nicht die Zeit, um an irgendeinen Scheiß zu denken, wenn du jetzt wirklich konzentrierst, puzzelst. Ja. Da brauchst du dann aber echt, ich glaube, ab 1000 Teile wird es spannend. Ja, bei mir müssen halt entweder Kids bei Fortnite oder Drago, der Bodybuilder-Drache, dran glauben. Aber ich meine, jetzt müssten doch alle besser werden, oder? Also weil die jetzt alle ja die Möglichkeit haben, den alten Mann aus Friedrichshain mal zu töten und nicht immer dran zu glauben. Aber der alte Mann hat noch seine Tricks drauf. Das sollte man nicht unterschätzen. Der ist zwar nicht mehr so behende, aber er ist weise. Dortmund hat neulich auch noch wieder eine Runde gewonnen. Was? Ist sie in deinem Trainingscamp oder bist du eher in ihrem Trainingscamp? Ich muss sie immer anschreien, was sie machen muss, weil sie nicht richtig gucken kann und sich weigert, eine Brille zu tragen. Also, das ist ja so ein bisschen wie die Traumhochzeitsspiele mit Linda de Mol, wenn halt die Ehepartner sich anschreien. Hoch, 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 links, links, links. Mach ich alleine. Ich hätte eher gesagt, wie so ein D-Jugend-Coach. Ja, mach, nimm die Shotgun, mach. Du verfällst dann auch in ihre Mundart, oder was? Manchmal. Mal so, mal so. In ihre Mundart. Ja, man sagt, die wäre Dortmunder Mundart, sondern ihre Mundart. Ja, hat sie erfunden. Aber ich kann mal sagen, jetzt, wo wir uns langsam dem Ende zumindest meiner Contenance nähern, was das Rauschen angeht. Also bei mir sind wir bei 52 Minuten. Ja, aber ich halte das Rauschen nicht mehr länger aus. Vielleicht kommen wir mal auf das Bier, was dem Virus seinen Namen gegeben hat. Ja, das hatte ja schon ordentliche Kopfschmerzen uns damals der Lampe bereitet, die alte Maispisse. So. Ist ja so ein Riesensponsor von Fast and Furious. Ja, und es hat auch irgendwie Mördereinbrüche gehabt oder hat es wahrscheinlich immer noch. Ne? Ich glaube, das stimmte nicht. Also ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass das falsch war. Okay. Beziehungsweise wenn, dann wohl eher saisonal bedingt, weil wer will zur kalten Jahreszeit ein Corona trinken? Ja. Generell, wer will ein Corona trinken? Ja, ich muss auch sagen, als wir es damals getrunken haben, war das halt beim Trinken, war das halt natürlich super süffig und durch die Maisstärke oder die Maisbasis hat das halt auch eine enorme Süße. So. Und du trinkst das halt auch einfach so weg. Du trinkst das weg ohne Ende, aber das ist halt eins der wenigen Biere, wo ich beim hohen Genuss von diesem Bier schon währenddessen den Kopfschmerz gemerkt habe. Ja. Nicht den Tag danach, wo du komplett zerstört, sondern währenddessen hast du schon gemerkt, das 7., 8. Corona, Alter, es geht ja gar nicht mehr. Also nach so ein paar Flaschen hast du auch gedacht, du hast ein paar Dosen Mais ausgetrunken. Ja. Vom Geschmack her. Ja, dieses schöne Sudwasser, was du immer hast, wenn du Dosenpizza machst, Dosenmais irgendwie rausgießt. Und diese gute alte Dosenpizza. Naja, wenn man so ein bisschen an diese, wie heißen diese? Wenn du sie richtig hydrierst auf Hydrationsstufe 4, ganz lecker. Eigentlich dachte ich jetzt eher an die Knack- und Backprodukte. Da gab es doch halt auch irgendwie so einen Pizzateig in so einem Schlagdosenprinzip. So. Mhm. Die Schlagdose. Die Sonntagsbrötchen sind schon auch ein bisschen geil aus dieser Schlagdose. Ja, beziehungsweise was ich letztens... was heißt letztens? Das war, glaube ich, eins der letzten Ofenaktionen in meiner alten Wohnung. Da habe ich mir so eine Rolle Croissant geholt, also Croissant-Teig, wo du einfach nur einrollen kannst. Und dann habe ich das Ding fertig aufgebacken und das geht ja ratzfatz. Die Dinger sind halt auch irgendwie grundlegend sind die eh vegan.
Und dann hatte ich halt so eins probiert mit ein bisschen Marmelade, was ich noch hatte. War so geil, dass ich halt das ganze, und ich wollte es mir aufheben, das ganze Blech aufgefressen habe. Das ist das Problem bei Leuten wie uns. Wir können halt so eine Dose Sonntagsbrötchen oder Croissants easy wegfressen. Knoblauchecken gab es auch mal aus der Dose. Oh, aber dann war mir halt auch echt schlecht danach. Weil das hat ja auch enorm, also vor allem diese Croissants hat ja auch enorm Fett gehalt. Also aber würdest du es nochmal tun? Ja. Da. Das ist so ein bisschen wie Turk, als er dann irgendwann sich an dem Steak überfrisst und Carla halt bittet, ihn das aus seinem Bauch rauszuschneiden. Und sie, glaube ich, auch fragt, wird es das normal? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Oh. Ja. Ja, was ist denn heute bei, was steht denn bei dir heute noch im Plan? Du hast jetzt, warst jetzt einkaufen oder ihr wart jetzt einkaufen? Ja, ich werde noch ein bisschen schreiben, dann nachher das Trainingsprogramm auf Instagram live machen. Ist das zu empfehlen? Ab wie viel Uhr? Kann man das auch als Lichtkletterer machen? Ja, das sind halt größtenteils Körperbalanceübungen. Ich muss mal ganz kurz nachschauen. Ich glaube, es ist 19 Uhr. Es ist 18 Uhr englischer Zeit, aber ich weiß nicht, ob die nicht schon die Zeitumstellung hatten. Das macht es halt immer so ein bisschen unübersichtlich. Ja. Louis Parkinson heißt er. Wow. 18.30 Uhr GMT. Wow. Okay, Klimmzugstange ist nett und ein bisschen Raum auf dem Boden. Raum auf dem Boden. Das ist ja geil. Ja, ich wollte, wenn ich schaffe, heute laufen. Live ist von 19 bis 19.30. Was nochmal? Live ist von 19 bis 19.30. Alles klar. Ja, so eine halbe Stunde kann man sich ja auch geben. Was da jetzt so ganz kurz, ich kriege davon ja überhaupt nichts mit. Ich wollte mal fragen, ob du das schon gehört oder gar gesehen hast, weil du zu der Zeit unterwegs warst. Hast du halt irgendwas von diesen Aktionen am Fenster mitbekommen? Nee, gar nicht. Also ich im Hinterhof sowieso nicht. Ja, aber ich dachte gerade, Friedrichshain ist so ein Hotspot für heute gibt's Oder an die Freude, dritter Teil, komplett. Oder wir spielen Faust, also alle zwei Teile oder so. Weder Musik noch dieses um 19.30 Uhr machen wir alle Topfschlagen für die Leute. Ich habe letztens so mitgekriegt, da gab es, also den fand ich sehr lustig, gab es einen Leserbrief bei Fest und Flauschig von jemandem, glaube ich, aus Hamburg. Und der hat gesagt, Olli oder beziehungsweise Jan, sag mal bitte jetzt öffentlich und laut, dass diese Aktion von wegen Flöte spielen am Fenster ist halt nicht nur solidarisch, sondern halt auch einfach nervtöten und scheiße. Und er wird halt mega aggressiv und könnte diesen 12-jährigen überambitionierten, schlechten Flötespielern die Flöte in den Hals treten. Und das fand ich halt so lustig geschrieben. Das ist die richtige Einstellung, ja. Weil wenn du denkst von denen, ja, okay, also sie haben halt ein gutes Gemeinschaftsgefühl, aber vielleicht ist, also wir sind halt eine andere Kultur. Also wir können das super finden, dass Italien das macht und sagen halt auch echt zu Recht Support allen Einsatzkräften da draußen, weil ihr echt geile, scheiß Arbeit macht unter widrigen Bedingungen. Und es gibt immer noch viele Affen, die es halt nicht hinkriegen oder blöde sind. Aber ich glaube, wir sind nicht das Volk, das sagt, und als Dank machen wir jetzt echt mal hier so 200.000 Seelenchor oder so. Es gab auch diesen Gag, wo jemand halt in den Innenhof gerufen hat, 99 Luftballons, dann aus allen Winkeln kam, ey, ist Mittagsruhe! Ja, die Gemüter. Ja, ich bin echt mal gespannt, ob hier sich was verändert. Ich hoffe halt, die Sache ist, was ich ja auch schon oft dir geschrieben habe, privat, hier sind sehr, sehr viele alte Leute, wo halt jeden Tag die Enkel rumpimmeln, weil die Erwachsenen ja zur Arbeit müssen und es gibt keine Alternative. Ja. Du denkst, Alter, was ist denn die nächste Idee, dass die Alten rumgehen und erstmal die Türklinken ablecken? Oh. Ja, ist halt schwierig, den Leuten das irgendwie zu vermitteln, bis es sie nicht selber erwischt hat. Ja, zumal es halt einfach sehr viel Online-Alternativangebote gibt, beziehungsweise ganz viele Menschen sagen, hey, komm, ich kann jetzt hier 5 Stunden auf 3 Kinder, also sowas. So, und natürlich ist das der nächste Weg und der sichere und man kennt sich, klar. Ja. Aber wenn es darum geht, das jetzt lange auszuhalten und dass die Welle noch gar nicht richtig hier ist und dass man nicht einschätzen kann, wie schlimm das wird und dann so eine Dinger immer wieder und wieder zu machen und das Kind ist halt überall unterwegs und das finde ich halt krass, ey.
Aber ich habe heute gelesen oder gestern Abend, erste klinische Tests mit Menschen werden für ein Medikament durchgeführt. Ja, da ist das kursiert ja auch rum, dieses Gerücht, dass irgendwie eine Frau jetzt auf irgendwie einen, wo ich denke, hä, was? Also da waren von 3200 Leuten die Rede, also eine größere Gruppe. Und das ist eine verifizierte Quelle oder ist das der Verschwörer.de? Was? NTV. NTV, okay. Ja, NTV habe ich gestern mitgekriegt, dass irgendwie aus Madrid die Leute jetzt flüchten, weil die da halt einfach so reihenweise umkippen und sterben und die halt alle... Ja. Also habe ich auch gedacht, die Nachrichten, die haben halt auch gar nicht versucht, da irgendwas Neutrales zu kommentieren, sondern einfach nur komplette Gruselgeschichten. Also ich meine, ja, auch wenn dem so ist, ist es ja trotzdem als Journalist angehalten, dass du sagst, wie neutral, wie möglich können wir das formulieren und nicht ein Bild des Grauens, Schrecken, hier ist wirklich Endzeitstimmung und das ist das jüngste Gericht, was wir hier gerade, Alter, müssen die ganzen Formulierungen da gerade rein? Ja. Ja, aber es ist ja generell auch, also bei den ganzen Panikkäufern hast du ja auch das Gefühl, die wissen überhaupt nicht, warum sie zu Hause bleiben sollen, sondern die denken, wenn sie selber krank werden, sterben sie. Ja. Das ist ja halt auch die Idee dieser ganzen unnützen Masken, also die denen nichts bringen. Ich finde es natürlich gut, wenn die Leute alle ihre Masken haben, weil das schützt ja mich so. Ja. Aber das. Ja, aber was machen sie zu Hause mit 120 Atemschutzmasken? Ja, genau. Und 500 Paar Einweghandschuhe. Ja, das ist krass. Gab es nicht irgendwie letztens so eine große England oder Amerika, so eine große Computerspielehersteller, die ihre Produktion gerade auf Null gesetzt haben und ihre Produktionsstätte umgebaut haben für, also weil das wohl sehr leicht ist, einfach nur für Mundschutz und sowas, dass sie halt auf jeden Fall die Einsatzkräfte, und also die wollten dann irgendwie 1 Million spenden. Und da habe ich gesagt, ja, ey, das ist echt gut, weil Gelder sind ganz cool, aber halt, wie es halt auch in den Supermärkten sowas hieß, die Nachliefer, die Produzenten müssen ja halt auch die Grundstoffe erstmal haben. Ja. So wie sie jetzt gesagt haben, dass die Großfirmen sagen, ey, wir haben kein Ethanol mehr. Und die, unsere Zulieferer, die kommen halt auch nicht hinterher. Da denkst du, Naja, in diesem Sinne, ne, wir entlassen euch mal in die Woche. Trinkt noch ein Bier zu Hause. Ja, echt. Was ist denn dein, du hast doch gefragt, was das beste Bier ist. Ja. Was ist denn dein bestes Bier? Wo du sagst, ich glaube, wenn ich jetzt wirklich eins trinken würde, glaube ich, wäre es tatsächlich auch kein Hage, sondern ein Kosel. Ein Kosel? Ja. Aber ein Kosel, ein helles, sowas wie halt immer. Ja. Ja. Also ich werde nachher auf jeden Fall nochmal einen Krombacher alkoholfrei kaufen. Ich zeige gerade Daumen hoch in die Kamera. Bitte? Ich sagte, ich zeige gerade Daumen hoch in die Kamera. Ah, ja, sehr gut. Aber das beste Bier ist, finde ich, super schwer. Aber ist, glaube ich, vielleicht nicht, was man nur so einmal, sondern was man immer trinken kann. Und da würde ich, weil wir es echt schon so lange nicht mehr getrunken haben, weil das auch einfach, glaube ich, vom Geschmack her nichts Besonderes ist, würde ich sagen, das beste Bier ist ein Hakebeck. Dann machen wir doch eine Schorle draus. Eine Schorle? Das ist, glaube ich, schon als Basis geschorlt. Ja, gut, in diesem Sinne, ne? Alle bleibt da draußen an den Empfangsgeräten. Behaltet den Verstand irgendwie. Ja, ich glaube, es ist echt nicht verkehrt, wenn man auch am Tag sich ein paar Stunden bewusst mit Dummscheiß beschäftigt. Damit meine ich jetzt nicht neue Horrormeldungen, sondern einfach nur, wie oft die auslassen oder zu Hause lassen, wenn ihr einen Spaziergang macht. Ja, oder wie lange hintereinander kann ich im Stehen onanieren oder so. Ja. Pause. Ja, wir sind für Nüsse mit Dirk und Klaus. Schickt uns eure Tipps für gute Laune an. Nee, schickt uns unsere Tipps. Schickt uns unsere Tipps für gute Laune an fürnüsse@gmail.com. Erfolgskontrolle. At fürnüsseport auf Twitter. Findet uns in YouTube für Nüsse mit Dirk und Klaus. Oder allen Podcast-Apps, die nicht Spotify sind. Wir dürfen auch gar nicht bei Spotify sein, sonst ist dieser Gag raus. Das ist schade. Vielleicht sind wir irgendwann in der ARD-Mediathek, Audiothek. Die ist sehr gut. Oh ja. Ja, ne? Dann guckt Castlevania. Gute Anime. Mehr oder weniger. Alles klar. Zählst du runter oder wie machen wir das? Nee, wir haben doch nicht pausiert, oder? Wie pausiert? Wir haben doch am Anfang einmal synchronisiert. Ja. Ich stoppe jetzt. Ich mache jetzt auch aus. Tschüss! Ja.